Doctor Who ist ein absolutes Kultphänomen. Über Jahrzehnte hält sich die Serie im britischen Fernsehen, hat zahlreiche Serien, Spin-offs, Filme und so weiter hervorgebracht. Wir sind mittlerweile schon beim x-ten Schauspieler, der den Doktor mimt, aber wir sind, finde ich, mittlerweile bei etwas wesentlich Wichtigerem angekommen, nämlich Steelbooks. Und da habe ich euch in den vergangenen Wochen auf meinem Kanal schon das ein oder andere gezeigt, weil eben über Studio-Kanal auch der ein oder andere Doctor Who-Film bereits in England als Blu-ray-Steelbook aufgelegt wurde. Jetzt allerdings hat die BBC zugeschlagen und veröffentlicht in Zusammenarbeit mit ihrer Blu-ray-Division auch die erste Staffel der neuen Doctor Who Serie auf Blu-ray im Steelbook. Das Ganze passt optisch, finde ich, relativ gut zu den Steelbooks, die man bereits zu Sherlock Holmes veröffentlicht hat, die ebenfalls grandios gezeichnet sind, wobei ja die ersten drei Staffeln von Sherlock Holmes bzw. The Abominable Bride noch etwas anders ausgesehen haben, aber wenn ihr auf meinem Kanal die Suchfunktion bedient und euch das kürzlich erschienene Staffel 4 Sherlock Holmes Steelbook anschaut, dann werdet ihr erkennen, dass das so ziemlich genauso aufbereitet ist wie das von Doctor Who und dass das eine Sache ist, an die ich mich ehrlich gesagt wirklich gut gewöhnen kann. So steckt das Doctor Who Steelbook in einem wunderschönen Quarter-Slip, das hier vorne auf dem Cover eigentlich nur das Covermotiv fortsetzt. Wir haben hier eine großartige Zeichnung. Oben im Hintergrund bei den Sternen können wir ganz leichten Metallic-Effekt durchschimmern sehen, aber das wirklich nur sehr, sehr dezent. Andererseits ist es wirklich bemerkenswert und ich weiß gar nicht, wie nahe hier die Kamera fokussieren kann, aber diese Zeichnung, dieses Artwork, diese Grafik ist einfach nur wunderschön. Ich finde es auch absolut genial, dass hier eben auf dem Frontcover nicht noch einmal Doctor Who steht. Das steht ja eh schon auf dem Quarter-Slip. Das Allerwichtigste, ihr kennt mich, ist einfach, dass es auf dem Spine steht. Hinten dann, bist du deppert, ist das geil. Ja? TARDIS, Daleks, ein paar Wörter kenne ich aus dem Doctor Who-Universum, aber hier eben bei dem Bad Wolf-Schriftzug, bei einzelnen Elementen der Daleks, beziehungsweise bei den Fenstern und diesem Schimmer hier oben, sehen wir den metallischen Steelbook-Effekt sehr schön in das Bild eingearbeitet. Grundsätzlich ist es das Motiv, das eben auch hier hinten auf dem Cover Karton abgedruckt wurde, sieht aber natürlich im Großformat und auf dem Steelbook einfach nur um Klassen besser aus. Das ist ein richtig geniales Motiv. Es ist zwar kein fortgesetztes Motiv vom Front- und Backcover, aber ganz ehrlich, dann wäre dieses Steelbook mehr als nur ein heißer Kandidat für die Liste der Top 10 Steelbooks des Jahres. Dort ist das Steelbook nämlich jetzt ebenfalls schon auf meiner Shortlist vertreten. Insbesondere, wenn wir uns eben dieses Cover anschauen und dieses mehr oder weniger gefotoshoppte Originalmotiv, was wahrscheinlich so eher in Richtung Standard Emery Cover geht, wo man einfach nur sagen muss, ja, es sieht einfach 7 Milliarden Mal besser aus. Hier dann auf der Rückseite einerseits die Episoden, die auf den einzelnen Discs drauf sind, beziehungsweise auch das Bonusmaterial. Drinnen im Steelbook haben wir den 3-Disc-Release, wobei auf jeder Disc etwas anderes abgedruckt wurde. Netterweise, es steht auch drauf, welche Disc das ist. Universal schaut genau zu. Natürlich, ich als Doctor Who Nicht-Kenner finde das natürlich das mit Abstand geilste. Dann haben wir noch dazu ein durchgehendes, recht nett gemachtes Innenartwork. Zwar eher von der einfachen Sorte, aber zumindest in Farbe. Die Farben sind zwar wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend, so weit zurückhaltend, dass ich sogar fast philosophieren würde, sind das Farben oder ist das doch noch schwarz-weiß? Ist das Kunst oder kann das weg? Aber gefällt mir wirklich, wirklich gut, was man hier abgeliefert hat mit dem Steelbook. Natürlich, das Innere ist eine feine Sache, aber persönlich kommt man, finde ich, an dieses äußere Cover mit nichts heran. Das ist definitiv eines der wunderschönsten Steelbook-Cover, die ich bislang in diesem Jahr gesehen habe, wo ich außerdem natürlich hoffe, dass die BBC diesem Blu-ray-Steelbook-Staffel-Trend treu bleibt, weil ich würde mir von dem Zeug gerne noch wesentlich mehr in die Sammlung holen. Und dann